Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Eigentlich geht es ja bei meinem Kanal, ja gut, dieses Video dreht sich auch um Spiele, so will ich das jetzt mal nicht sagen, aber eigentlich geht es meinem Kanal eher um Gameplays, um Let's Plays. Also für jeden von euch, die jetzt dieses Video sehen und euch mein Kanal interessiert, ihr könnt meine Let's Plays auch schauen. Da geht es auch um genau diese Firma, über die wir heute reden wollen in diesem Video. Nämlich um Nintendo. Das nur noch mal kurz vorher gesagt, wenn jetzt Leute zum ersten Mal meine Stimme hören oder meinen Kanal. Ihr könnt euch meine Let's Play Videos anschauen. Ich habe jetzt Mario 64 und Donkey Kong Country oben und über diese zwei Serien wird heute jetzt auch in diesem Video geredet. Also, heute haben wir den 11. Juni. Heute war die E3 Direct von Nintendo, Nintendo Direct für Wii U und 3DS Spiele. Ich werde aber hier deutlich eher nur in Richtung Wii U sehen, da ja die in letzter Zeit kritisiert wurde für nicht angekündigte Spiele, also dass Nintendo die Spiele nicht angekündigt hat, Spieleflaute und alles drum und dran. Das sollte sich heute ändern, hat sich geändert. Das ist einmal eines der positiveren Sachen. Aber gehen wir voran. Nintendo wollte ja in Richtung Wii U heute Games präsentieren und haben sie auch getan. Am Anfang wurde erstmal Pokémon X und Y gezeigt mit sogar einem neuen Pokémon-Typ. Das ist der Pokémon-Typ Fairy, also das ist Englisch für Elfe oder Fee, nicht Elfe, Fee, sorry. Und das ist ein neuer Pokémon-Typ. Mehr weiß ich auch gerade nicht mehr, habe ich mir auch nicht gemerkt. Und ja, für die Pokémon X und Y interessiert, kommt ja im Herbst 2013 auf den 3DS. Wird sicher ein gutes Spiel. Aber jetzt zurück zur Wii U. Es hat angefangen eigentlich mit Super Mario 3D Land. Das erste 3D-Spiel auf der Wii U. Und was ich persönlich davon halte, oder nicht Super Mario 3D Land, sorry, Super Mario 3D World, das war ja für den 3DS das andere. Was ich davon halte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Ankündigung. Da einfach meine Erwartung vielleicht doch ein bisschen zu hoch war. Ich habe nämlich gedacht, sie werden ein komplettes 3D Mario vorstellen. Natürlich nicht im Style von Galaxy 1 und Galaxy 2, da das einfach ausgelutscht wäre, jetzt den dritten Teil rauszuhauen, das nicht. Aber im Style von Mario 64, Open World, sowie Sunshine, das hätte mich wirklich total geflasht und total hingezogen. So, ich habe ja kein 3DS und ich habe auch Super Mario 3D Land nicht gespielt und so kann ich wirklich anhand des Trailers noch nicht bewerten, wie Super Mario 3D World ist. Grafisch sieht es natürlich grandios aus, muss ich sagen. Und dieses 2,5D, wie es ja genannt wird, nämlich 2D und 3D zusammengemischt, sieht schon gut aus, finde ich. Aber ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Natürlich wird Nintendo auch ein komplettes 3D-Spiel, Mario 3D-Spiel rausbringen, in Form von Mario 64 und Sunshine, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber das Einzige, wo ich wirklich Angst habe, ist halt, wird. Einzige, wo ich wirklich dann, was jetzt blöd ist, ich habe mir halt ein richtiges 3D Mario auf dieser Direct erwartet. Das ist nicht gekommen, ist aber nicht negativ. Ich finde, das Spiel sieht vom Konzept her super aus. Ich habe, glaube ich, im Trailer auch einen Stern gesehen. Ich weiß nicht, wie sie das machen werden. Vielleicht werden sie ja ein Level komplett 3D machen, das andere nur in 2D, weil es ja auch diese Fahnenstange gibt von Super Mario Bros. U und so weiter und den Wii-Teilen Super Mario Bros., den ganz alten. Und was vielleicht auch neu sein wird, wird eine innovative Story sein, so wie in Super Mario Bros. 2. Könnte ja rein theoretisch sein. Und wie komme ich drauf, fragen sich die meisten. Ich komme drauf aus einem Grund: Peach wird spielbar sein und es wird ein 4-Player-Koop geben. Finde ich auch sehr, sehr toll, dass es einen Koop-Modus jetzt geben hat. Nintendo hat es also begriffen, mit der Zeit zu gehen. Und wir werden mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Nierenwert. Ich freue mich auf den Titel, es wird was Neues sein. Ich habe Super Mario 3D Land nicht gespielt. Und darüber hinaus gibt es noch eine neue Verkleidung. Nintendo mag es jetzt wahrscheinlich mit den Tieren. Es gibt einen Katzen-Mario, so nennt er sich, würde ich sagen. Also seitdem es den Waschbären in 3D Land gibt, gibt es jetzt in 3D World eine Katze. Auch da ein neuer Gameplay-Element. Man kann auf diese Stange kraxeln, das gab es auch im Gameplay-Trailer, die ich auch alle verlinken werde da unten. Also Gameplay-Trailer und überhaupt Ankündigungstrailer von der Direct werden unten verlinkt und auch die komplette Direct für die sich die nochmal anschauen wollen, die sie nicht gesehen haben oder nochmal anschauen wollen, die sie gesehen haben, wie auch immer, werden nochmal hier unten in der Beschreibung verlinkt. Was ich. Und ich habe, glaube ich, alles schon erwähnt zu Super Mario 3D World. Das Spiel kommt im Dezember 2013 raus und ja, wird voraussichtlich auch von mir Let's
Blade. Aber das war's noch nicht mit den Mario-Franchises. Direkt danach haben sie auch das neue Mario Kart vorgestellt. Und das sieht wirklich auch grafisch brillant aus. Und das ist auch wieder so ein kleines Stück Innovation, könnte man sagen. Man hat im Gameplay-Trailer natürlich Sachen aus Mario Kart 7 gesehen, mit diesen fliegenden Karts. Man hat die Bikes aus Mario Kart Wii zurückgebracht, die Wasserpassagen aus Mario Kart 7 zurückgebracht und eine neue Innovation reingebracht, die sich Anti- oder Anti-Gravity nennt. Gravity, Anti-Gravity. Was einfach bedeutet, man kann unter der Strecke fahren, wie ich das interpretiert habe. Man kann seitlich jetzt fahren. Das heißt, ihr müsst euch unbedingt den Gameplay-Trailer ansehen, damit ihr überhaupt wisst, über was ich rede. Ihr könnt dann, es gibt so eine Strecke, es geht normal, also normal geradlinig weiter und links gibt es dann so eine Auffahrt, die dann so seitlich fast schon 90 Grad steht, was ja eigentlich unmöglich ist, deshalb auch Anti-Gravity mehr oder weniger am Galaxy-Style. Und dann könnt ihr da seitlich langfahren. Finde ich eine relativ schöne Erneuerung und Innovation. Und ich finde es auch toll, dass halt Sachen aus Mario Kart 7 und Wii übernommen wurden. Nur der Name Mario Kart 8 ist halt ein bisschen uninnovativ, würde ich sagen, aber das wird mit der Nummerierung wahrscheinlich so weitergehen, auch mit den uninnovativen Namen. 3D World, ja, relativ uninnovativ. Aber sonst habe ich an Mario Kart 8 nichts zu bemängeln. Super Gameplay-Trailer, super Grafik, muss man wirklich, also das ist wirklich eine große Veränderung. Wenn es jemand nicht sieht, gut, kann natürlich sein, weil man es ja bei Mario-Spielen überhaupt nicht so sieht. Wie in einem anderen Spiel, was jetzt auch noch hier kommen wird, in diesem Video werde ich ja auch ansprechen, dass man den grafischen Unterschied nicht merkt. Das kommt daher, dass es ein Mario-Spiel ist, also aus einem Mario-Franchise. Wäre es jetzt ein Zelda-Spiel oder Metroid oder F-Zero oder Star Fox als Beispiel, wäre es anders gewesen. Da hätte man den Unterschied wirklich gesehen. Oder Monolith-Soft-Spiel X. Ich entschuldige mich, dass ich den Firmennamen jetzt komplett falsch ausgesprochen habe. Monolith Soft. Und das Spiel hat man auch auf dieser Direct gesehen, hat auch brillant ausgesehen. Auch dafür werde ich noch einen Trailer da unten rein hämmern. Auch das sehr, sehr toll. Also ganz ehrlich, auch auf das freue ich mich. Werde ich auch sehen, ob ich es vielleicht Let's Playen werde. Auch Mario Kart 8 wird Let's Played. Erscheint aber erst 2014, das hat Satoru Iwata gesagt. Aber trotzdem freue ich mich. Es wird ein bisschen innovativer als die vorigen Teile. Grafisch natürlich sieht es noch besser aus. Und was ich glaube, ich habe es schon beendet mit der Grafik. Habe ich es beendet? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Also was ich zur Grafik noch sagen wollte, halt, dass man wirklich bei Spielen wie Metroid, Star Fox oder so, dann wirklich den grafischen Unterschied sieht zu den Mario-Spielen oder der Donkey Kong-Serie. Das wollte ich eigentlich hauptsächlich sagen. Und das war es eigentlich noch nicht ganz mit dem Mario-Franchise. Obwohl, ja, wir werden zu der Serie noch kommen, aber Mario hat damit eigentlich schon ausgedient. Und wir sehen The Legend of Zelda, The Wind Waker Logo hier. Ja, es wurde auch The Wind Waker HD gezeigt auf der Direct. Und da muss ich kleine Kritik ausüben, denn ich habe nur Unterschiede in der Helligkeit mit den Shaders gesehen und natürlich HD-Texturen. Mehr war da nicht zu sehen. Für mich hat es komplett gleich ausgesehen wie der GameCube-Teil, was nicht schlecht ist. Ich liebe The Wind Waker, ist bis jetzt eines meiner Lieblings-Zeldas. Aber was ich trotzdem seit der Ankündigung zu kritisieren habe, ist, man wird den grafischen Unterschied trotzdem nicht merken, weil es im Cel-Shaded-Style gehalten ist. Cel-Shaded-Style, für die, die es nicht wissen, ist so ein im Anime-ähnlicher gezeichneter Artstyle und man sieht den Unterschied einfach nicht. Einziges sind die Schatteneffekte, also die Shader, die man dann wirklich noch sieht in den Bildern und auch im Gameplay-Trailer. Was mich aber auch wirklich enttäuscht hat, dass sie noch nichts gesagt haben über vielleicht diese zwei Dungeons, die damals aus der GameCube-Version geschmissen wurden, ob die jetzt wieder eingebaut werden in HD Wind Waker. Das wäre ein Kaufgrund, wenn sie nicht reingebaut werden, wäre es kein Kaufgrund, meiner Meinung nach. Also Retail 60 €, Retail-Version sowieso nicht. Also wenn, dann muss es mindestens 30 € kosten, damit es wirklich ein Kaufgrund wird, die HD-Version. Ich werde es definitiv kaufen und Let's Playen. Darauf könnt ihr euch freuen. Aber trotzdem, 60 € wäre für mich kein Kaufgrund für ein eigentlich nur bisschen mit Shaders und Textures aufpoliertes Game. Da wäre es doch deutlich gescheiter gewesen, als Beispiel Majora's Mask zu nehmen vom 2000er Jahr und aufzubessern. Denn da wäre eigentlich 50 bis 60 € nur für die Grafik wäre da komplett gut gewesen, finde ich jetzt. So, entschuldigt für die kleine Unterbrechung.
Da, ich habe was für meinen Bruder organisieren müssen, falls euch interessiert. Wir sind bei Majora's Mask stehen geblieben, also direkt wieder zurück zum Video. Nur kurz erklärt, wieso da jetzt ein kleiner Schnitt war, mehr oder weniger. Wir waren bei Majora's Mask erzählt. Ich würde Majora's Mask, wie gesagt, für 50 oder 60 € kaufen, nur wegen der Grafik. Und das würde auch mehr Sinn machen als The Wind Waker HD, wie gesagt. Und ja, aber nochmal zu The Wind Waker HD, was sie gezeigt haben. Natürlich die Musik komplett gleich geblieben. Es gibt aber Neuerungen. Man kann jetzt durch, was ich gesehen habe im Gameplay, was auch Herr Satoru Iwata gesagt hat, man kann auf dem Meer jetzt mit einem additional, ich sag mal, also einen noch besseren Gleiter gleiten, mehr oder weniger gleiten. Ich finde die richtigen Worte gerade nicht dafür. Man kann halt schneller durchs Meer cruisen, damit man die Sachen schneller erkunden kann. Was ich gut finde, ich fand es manchmal ein bisschen lahm rumzufahren. Deshalb habe ich, sobald ich diesen Song bekommen habe, mit dem man sich teleportieren hat können, habe ich ihn direkt benutzt und habe mich teleportiert. Das ist einfach schneller. Und so wird das Erkunden auch schneller und vielleicht auch besser und flüssiger gestaltet. Finde ich sehr, sehr gut. Und man hat mit dem, da es diesen Tingle Silver gegeben hat im originalen Spiel, den hat man jetzt ersetzt durch das Gamepad mehr oder weniger, durch die MiiWare-Funktionalität. Denn man hat es jetzt so gemacht, dass man jetzt am Meer einen Brief schreiben kann zum Beispiel und sagen kann und Bilder und alles posten kann auf MiiWare, das dann verschicken kann und das dann jemand anderer dort an der Küste findet und lesen kann. Und ich finde das ziemlich cool gemacht, aber das sind nur so kleine Spielereien. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn sie jetzt im Laufe der E3, das kann sich ja jetzt gerade, wo ich das Video mache, verändern. Jetzt kann Satoru Iwata, Reggie, wer auch immer kommen und sagen, so passt auf jetzt, wir werden zwei Dungeons reinbauen oder im Gameplay, wenn sie sagen, das kann sich alles verändern zu dem Zeitpunkt, ist ja relativ frisch, es sind jetzt knapp 2,5 Stunden nach dem Start der Direct, wo ich das jetzt gerade aufnehme. Also es kann sich relativ schnell verändern. Wenn es Updates gibt, werde ich wahrscheinlich dazu ein Video noch machen. Aber das war es eigentlich mit The Legend of Zelda, The Wind Waker, mehr haben sie dazu nicht gesagt. Zu The Legend of Zelda noch was. Sie haben, glaube ich, nach der Direct noch einen 3DS-Trailer für A Link to the Past 2 gezeigt. Jetzt heißt es The Legend of Zelda Link Between the Worlds oder Link Between Worlds. Ich glaube Link Between Worlds. Ich werde euch dann den richtigen Namen und den Trailer auch nochmal unten in die Beschreibung reingeben. Also auch das 3DS-Spiel A Link to the Past beziehungsweise Link Between the Worlds oder Link Between Worlds. Unten rein. Und ja, gut. Was gibt's noch? Gut, ich könnte vielleicht noch ein bisschen über Bayonetta 2 reden, da werden wir jetzt einfach Zelda drin lassen, jetzt das Bild. Oder wir könnten, ja, wir werden jetzt mal kurz zurückgehen zu Nintendo, damit es ein bisschen besser passt. Also, Bayonetta 2, da wurde auch neues gezeigt, neues Gameplay-Material, was man aber leider als deutscher Zuschauer nicht sehen konnte, wegen, ja, wem sonst? Ich gehe davon aus, wegen der USK, ich bin mir nicht ganz sicher, wegen zu hoher Gewalt. Konnte man Bayonetta 2 keine, man konnte nur den Gameplay-Trailer zeigen, man konnte aber kein Gameplay sehen. Trotzdem kann ich euch den Trailer verlinken von Bayonetta 2 und ihr könnt euch das dann auch das Gameplay dann ansehen. Ich fand den Trailer sehr, sehr gut gelungen. Bayonetta wurde ja verändert, hat jetzt Kurzhaarfrisur. Ich habe Bayonetta 1 nicht gespielt, aber freue mich trotzdem auf den zweiten Teil. Ob es als Let's Play kommt, bin ich mir nicht sicher, da ich ja noch nicht so befreundet bin. Aber ich kaufe es mir mal, ich werde es versuchen und werde mir dann so eine Meinung bilden. Vom Trailer her kann man ja nur subjektiv bilden. Objektiv ist schwer. Aber gut, da werden wir sehen, was sich aus Bayonetta 2 entwickelt. Und X, das Spiel von Monolith Soft, auch nochmal kurz anzusprechen, habe ich ja schon vorher gesagt. Sieht richtig toll aus, wirklich, das muss ich wirklich sagen. Super, und man kann auch fliegen, also den Gameplay-Trailer verlinke ich auch noch. Die Welt erkunden, die Welt ist gigantisch groß, grafisch sieht das super aus. Monolith, super Arbeit geleistet, nochmal ganz kurz Props Monolith geben für diese tolle Arbeit. Und es gibt aber da noch ein Projekt, was heute angekündigt wurde. Ihr wartet wahrscheinlich auf das. Ja, ich habe darauf ein Jahr gewartet, was das neue Projekt von den Retro Studios ist. Und es ist ein neues Donkey Kong. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Der Name ist natürlich ein bisschen komisch. Es ist wieder ein traditionelles 2D Jump and Run. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, sie werden ein neues Metroid F-Zero Star Fox ankündigen. Aber dann, nachdem ich den Trailer gesehen habe und die Mucke, grandios, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist grandios, dieser Trailer. Allein, ich muss gar nicht Gameplay sehen, ich muss nur diesen
zweiminütigen Trailer sehen und kann schon sagen, dass das Spiel grandios wird. Also die Gegner sind jetzt keine Tikis, auch nicht wieder die Kremlings, bisschen schade natürlich, aber neue innovative Sachen sind natürlich da. Die Gegner sind jetzt Wikinger, also ist, so wie der Name es schon sagt, Tropical Freeze, wird es eher eisig sein und es wird, das gehe ich davon aus, dass eins ist bestätigt, es wird Wasserlevel wieder geben, auf die ich mich so freue. Ich habe diese Wasserlevel in Donkey Kong Country geliebt. Das könnt ihr auch in meinem Donkey Kong Country Let's Play sehen. Da könnt ihr auch sehen, was ich zu diesen Wasserleveln sage. Ich liebe sie einfach. Und diese Mechanik im Wasser, wie sich Donkey Kong bewegt, sieht richtig geil aus. Also auch grafisch sieht das Spiel besser aus als Returns. Niemand wird den grafischen Unterschied merken. Aber ich sehe zum Beispiel, ich kann ihn merken, ich sehe, dass da ein grafischer Unterschied ist. Die Texturen wurden poliert, es sieht deutlich besser aus als Returns. Das kann ich euch sagen. Natürlich kein grafischer Sprung, da eben Mario Donkey Kong Franchise mehr oder weniger gleich bleibt. Aber trotzdem ein sehr, sehr großer Sprung, muss ich ehrlich zugeben. Und neben den Wasserleveln wird es wahrscheinlich wieder Eislevel geben. Natürlich, man muss ja was Neues einbauen. In Returns gab es keine Wasser, keine Eislevel. Die zwei kommen natürlich dazu. Würde man sie nicht einbauen, wäre es ja auch irgendwo klar, man hätte nichts Neues und damit wäre es auch ein bisschen blöd, mehr oder weniger einfach nur Copy-Paste von Returns. So gibt's was Neues. Und Dixie wurde wieder als spielbarer Charakter eingebaut. Natürlich ist auch dort Diddy Kong drin, aber Dixie, da freuen sich natürlich viele Hardcore-Fans der damaligen Spiele von Donkey Kong Country 2 und 3, dass Dixie wieder am Start ist. Ich freue mich auch drüber. Und auch das Spiel erscheint 2013, spät 2013. Was ich zu Wind Waker nicht gesagt habe, das erscheint im Oktober, glaube ich. Ja, Oktober 2013, das wollte ich nur sagen. Das Release-Datum von Wind Waker habe ich nicht gesagt. Das erscheint am Ende des Jahres 2013. Und ja, wird auch als Let's Play kommen. Ich freue mich drauf und auch den Gameplay-Trailer könnt ihr wie alle anderen unten in der Beschreibung finden. Was ich aber noch kurz zu diesem Spiel bzw. zu den Retro-Studios sagen will, sie haben ja auch gesagt, dass sie an einem Projekt arbeiten, das fantastisch wird, das hat Reggie gesagt, und sie haben gesagt, jeder will es haben. So, Donkey Kong, natürlich, ich wollte es haben, das ist ein super Spiel, aber was ich halt schade finde, ist kein Star Fox, kein F-Zero, kein Metroid. Also Metroid wäre mir sogar egal gewesen, da die Teile gekommen sind, aber Star Fox gibt seit GameCube keinen Teil mehr. Es gab auf der Wii keinen Teil. F-Zero gibt seit dem GameCube keinen Teil mehr. Und ich glaube langsam, die Serie ist gestorben, denn da kommt einfach nichts mehr. Oder Entwickler wie Monster Games, die ja schon mit Donkey Kong Country Returns 3D mit den neuen Leveln schon super Arbeit geleistet haben, entwickeln gerade neue Star Fox oder F-Zero. Aber mich hätte es zum Beispiel gefreut, wenn Monster Games dieses Tropical Freeze übernommen hätte, da man ja bedenken muss, dass so, sorry, wieder für die kurze Unterbrechung, geht jetzt wieder weiter. Also ich bin stehen geblieben beim Satz, da man ja bedenken muss, genau. Also man muss ja bedenken, dass Monster Games jetzt diese neuen Level gemacht hatten, Donkey Kong Country Returns 3D, und die wirklich super waren, ganz ehrlich. Also wenn man ehrlich ist, die waren richtig, richtig gut, diese neuen Level, und dann hätte ich auch erwartet, dass die jetzt am neuen Donkey Kong arbeiten. So ist es nicht gekommen. Retro Studios arbeitet dran, was ja nicht schlecht ist. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass Retro sich Metroid, Star Fox oder F-Zero nimmt. Dann hätte man immerhin ein paar Spiele mehr. Natürlich könnte jetzt Monster Games in der Hinterhand Nintendo noch bei einer anderen Direct sagen, Monster Games entwickelt das neue Star Fox. Gut, kann sein, aber ich gehe nicht davon aus, wenn, dann werden diese Serien entweder von Retro oder von Nintendo entwickeln. Die lassen halt ihre kleinen Entwickler das nicht machen, was ich nicht verstehe. Und ja, und auf der anderen Seite hätte ich mir natürlich auch ein 3D Donkey Kong gewünscht. So ist es ein 2D geworden, was ja natürlich super ist, aber 3D wäre dann vielleicht doch wieder gut gewesen, dass es ja nur eins gibt bis jetzt, und das war Donkey Kong 64. So, ich glaube, jetzt habe ich alles zu Donkey Kong gesagt, aber es gab noch ein einziges Spiel, was wirklich viele geflasht hat, was aber auch keine Überraschung war, dass das heute angekündigt wird auf der E3, nämlich, gehen wir zu Mario zurück, Super Smash Brothers, und da sollte ich vielleicht doch Nintendos Logo zeigen, denn da passt Mario jetzt gerade nicht so gut dazu, weil das ja mehrere sind. Super Smash Brothers für den 3DS und für die Wii U. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Da haben sie so richtig geil am Anfang, da hat Satoru Iwata erst gesagt, eine Sache gibt's noch, ein Spiel wollen wir euch noch zeigen. Und dann war so ein Opening,
geile Grafik, Animal Crossing. Und da denkst du am Anfang, oh, ist das jetzt ein Animal Crossing? Aber ich habe ganz genau gewusst, dass Smash Brothers da sein wird, wurde ja auch Tage zuvor bestätigt. Und dann so ein Brief und der Villager bekommt ihn, also der Dorfbewohner von Animal Crossing, und wird wahrscheinlich dazu eingeladen, Smash Brothers mitzumachen. Und dann entwickelt er sich zu einem richtig geilen Trailer. Am Anfang wird halt ein bisschen was gezeigt. Erst einmal die 3DS-Version, die natürlich grafisch schwächer ist als die Wii U-Version, und dann die epische Wii U-Version, die wirklich so gut aussieht, das ist unglaublich. Und man hat im Prinzip nur die Nintendo-Charaktere gezeigt. Ich setze das mal unter Anführungszeichen, weil es noch einen Spezialcharakter gibt, den ich jetzt nach in ein paar Minuten noch näher über ihn reden werde. Aber auch sah richtig gut aus, auch die Kämpfe. Man hat eine Skyward Sword Arena gesehen im Hintergrund mit dieser Gottesstatue. Man hat auch richtig gut die Details gesehen. Alles sehr, sehr schön gemacht von Nintendo. Sehr schöner Trailer. Und auch Gameplay, nicht nur Bilder. Hätten sie nur Bilder gezeigt, wäre doch enttäuschend gewesen. Aber sie haben wirklich jedes Game, das sie angekündigt haben, haben sie Gameplay gezeigt. Sehr, sehr schön. Da auch bei Super Smash Bros. Was momentan noch keinen Namen hat. Also ich gehe davon aus, dass es Super Smash Bros. Universe heißen wird, dass ja viele davon ausgehen, oder Super Smash Bros. 4. Aber nicht Super Smash Bros. For Wii U oder for 3DS, würde einfach blöd klingen und sicher nicht. Und ich freue mich auch, wie sie das wirklich zusammen machen werden. Das heißt, wie die Konnektivität zwischen 3DS und Wii U ablaufen wird. Wie man diese zwei Spiele wirklich verbinden kann, damit es geil wird. Zum Beispiel Verbindung im Online-Modus, dass man beide zusammen, dass man auch mit der 3DS-Version zusammen mit der Wii U-Version online spielen kann. Klingt ein bisschen komisch, wäre aber eine nette neue Idee, finde ich. Dass man also nicht 3DS-exklusiv Online-Modus und Wii U-exklusiv Online-Modus macht, sondern wirklich beide irgendwie verbindet. Oder so eben den Multiplayer zwischen beiden Konsolen, zwischen der stationären Wii U und der Handheld-Konsole verbindet. Oder auch, das wäre richtig geil, wenn sie irgendwie Story machen. Die Story ist ja auf beiden gleich. Und dann wirklich so machen, du kannst die Story abspeichern und kannst sie mehr oder weniger rüber transferieren auf den 3DS und umgekehrt. Obwohl das natürlich schwer funktionieren wird, da die 3DS-Version grafisch schwach ist. Aber man könnte sich's vorstellen. Das wäre eine coole Idee, finde ich. Und ja, obwohl das natürlich nur Träumereien sind, das werden sie sicher nicht machen. Aber träumen kann man ja, oder? Und jetzt noch zum Special-Charakter, der da am Ende angekündigt wurde. Es ist ja klar, dass Nintendo jetzt bei Super Smash Bros. Wahrscheinlich über die Monate hinweg neue Charaktere teasen wird. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das alle Charaktere waren. Das waren wahrscheinlich nur die Nintendo-Charaktere. Dann kommt wahrscheinlich noch Sonic, Snake und aus dem ganzen Sega-Universum Bayonetta wahrscheinlich noch dazu und so weiter und so fort. Also das war sicher nicht alles. Und sie haben Mega Man gezeigt. Und das finde ich richtig geil. Capcoms Mega Man. Vielleicht kommen ja auch die Resident Evil Charaktere rein, aber Capcoms Mega Man passt einfach gut rein. Und er hat eigentlich im Trailer alles gekillt, was zu killen ist, mehr oder weniger. Das ist wirklich unglaublich. Was da abging, ist. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also jeder muss sich den Trailer angesehen haben. Der ist ja eigentlich overpowered. Der ist komplett overpowered. Der hat richtig geile Fähigkeiten. Also auch auf den freue ich mich, wenn ich den spielen kann. Und ja, das war's eigentlich. Mega Man wurde, wie gesagt, nur angekündigt. Und da werden noch viele weitere Charaktere folgen. Und eigentlich war es das alles, was die E3 von Nintendo dieses Jahr betrifft. Zum momentanen Zeitpunkt. Updates kann es immer wieder geben. Es kann immer wieder neue Trailer geben. Vielleicht neue Games, die noch angekündigt werden. Denn die E3 läuft ja bis zum 13. Juni. Bis dahin werde ich auch verfolgen, was Nintendo tut, was die anderen tun. Die Konkurrenz Sony und Microsoft. Aber das war es eigentlich von Nintendo. Nur was ich noch an. Mein Fazit über diese E3. Über diese Direct. Ich fand sie in Ordnung. Ich fand sie jetzt nicht. Ich habe sie. Mein Problem war, dass ich die E3 viel zu viel gehypt habe, schon vorher. Ich habe ein Jahr vorher schon so gehypt, das wird so geil. Und am Ende ist es doch eine kleine Enttäuschung für mich persönlich, also subjektiv betrachtet. Objektiv ist es komplett geil, was sie angekündigt haben. Aber subjektiv, da ich sagen muss, ich habe mir, wie gesagt, ein 3D Mario in Mario 64 und Sunshine Style eher gewünscht. Was kommen wird, definitiv, da gehe ich davon aus. Aber halt jetzt mit dem 2,5D-Spiel kann ich momentan noch nichts anfangen, da ich ja 3D-Land nicht gespielt habe. Dann auch subjektiv betrachtet, Retrospect ist natürlich komplett geil, aber viele haben sich halt was deutlich Geileres darunter vorgestellt als im Endeffekt Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Ich will irgendwie immer Tropical Breeze sagen. Wird sich auch nicht so schwer, schlecht anhören. Tropical Freeze. Und dann ist es schon enttäuschend, dass kleinere wie Monster Games, die ich ja jetzt oft auch sehr, sehr gelobt habe, Lobeshymnen gesungen habe für sie, dass die jetzt hier nichts angekündigt haben wie ein F-Zero oder so. Finde ich sehr, sehr schade. Aber vielleicht just wo ich es jetzt sage, wie gesagt, schon oft genug, kommt eine Ankündigung von ihnen. Wer weiß es. Aber wie gesagt, sonst finde ich es echt super, was sie geleistet haben, bis auf kleine Macken. Also auf die Games, die wirklich auf Let's Plays freuen. Ihr könnt euch eigentlich auf fast jedes Game auf ein Let's Play freuen. Definitiv wird kommen Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Donkey Kong Country Tropical Freeze und dann noch wahrscheinlich X. Bei Bayonetta 2 bin ich mir noch nicht so sicher. Dann wird kommen Sonic Lost World, was ja nicht gezeigt wurde, definitiv. Das kommt auch noch, Sonic Lost World. Also jetzt schweifen wir schon ein bisschen ab von der Direct, weil das nur indirekt gezeigt wurde. Und auch die meisten Games, die dann aus Third-Party-Sicht gezeigt wurden, werden auch noch kommen. Für diejenigen, ich werde jetzt die Titel nicht alle aufzählen, ein Batman Arkham Origins und so weiter, werden wahrscheinlich auch noch kommen. Aber wie gesagt, die Nintendo-Titel, die heute angekündigt werden, werden definitiv kommen. Auch Super Smash Bros. Natürlich, das kommt auch noch als Let's Play. Und das war's eigentlich, also wie gesagt, mein Fazit, nur mittelmäßig, nicht perfekt, aber auch definitiv nicht schlecht. Neues 3D Mario, komplett wär geil gewesen. Mario Kart super, Smash Bros. Total episch. Donkey Kong auch episch, obwohl ich mir ein Star Fox, Metroid oder F-Zero gewünscht hätte. Und X, geil. Auch Bayonetta 2 geil. Pikmin 3, nichts gezeigt. Kommt daher, dass es jetzt im Juli kommt. Und auch für Wonderful 101 haben sie was gezeigt. Spricht mich nicht so an, vielleicht andere. Aber das war's eigentlich schon. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr werdet meine Let's Plays auch noch schauen. Es wird wahrscheinlich noch so ein ähnliches E3-Video in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen oder kommenden Monaten kommen. Es werden auch so immer wieder so Videos kommen, wenn Nintendo eine Direct hält und vielleicht auch eine Rubrik aufmachen wie die Games News. Das wäre doch was Schönes. Ich weiß nicht, wenn ihr sowas wollt, dann postet das in die Kommis. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, kommentieren und Abo würde ich mich auch sehr freuen. Also wir werden sehen, was noch auf der E3 so alles vorgestellt wird, was da noch alles so berichtet wird über neue Spiele, vielleicht neue Spiele angekündigt und so weiter und so fort. Aber ich werde mich jetzt mal verabschieden. Danke und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, beim nächsten Infovideo. Tschüss.